Hallo, ich grüße dich, Sabina, bei Vegan, Gesund und Fit. Heute möchte ich über Salz sprechen. Und zwar darüber, welche Lebensmittel ich als Salzersatz benutze. Ich esse nämlich kein Salz mehr, habe damit ganz aufgehört. Und warum ich es gemacht habe, möchte ich in diesem Video nicht sprechen, weil das wäre so zu lang. Über die Gründe, wieso ich kein Salz mehr esse, kannst du in meinem Beitrag lesen. Den Beitrag findest du auf meiner Website unter Gesund und Fit und den verlinke ich auch unter diesem Video in der Infobox. Da kannst du dir nachlesen, wieso ich kein Salz esse. Das erste Gemüse, das salzig schmeckt, was ich entdeckt habe, ist Staudensellerie. Das ist das hier. Stangensellerie nennt man das auch. Und es schmeckt wirklich salzig. Es schmeckt, als ob es gesalzen wäre. Das war für mich eine Entdeckung hoch 10. Und ich verwende das so, dass ich diese Pflanze entweder meinen Speisen beimische, indem ich sie klein schneide und in die Speisen rein tue, in Salate, bei Spinat, bei Rohkostspeisen. Oder, wenn ich das nicht machen möchte, trockne ich das. Das sieht so klein geschnitten, getrocknet, sieht es so aus. Trockne ich das und mahle es in meinem Personal Blender und dann sieht das so aus, als Pulver. Ich habe das in eine alte Oregano-Dose gemacht und so kann ich es einfach übers Essen streuen. Sieht schön aus, hellgrün und es ist wirklich salzig. Du hast da Salz, es ist auch ein bisschen würzig. Das ist die erste Alternative zum Salz. Staudensellerie, ein salziges, wunderbares Gemüse. Das zweite Gemüse, das salzig schmeckt, ist Mangold. Ich habe Mangold leider jetzt nicht zu Hause, aber ich blende dir ein Bild davon, wie Mangold aussieht, damit du es siehst. So sieht Mangold aus. Und wie du siehst, sind das große Blätter. Mangold kannst du genauso wie Staudensellerie trocknen und mahlen. Ich habe das aber so verwendet oder verwende es so, dass ich auf diese Blätter meine selbstgemachte Gemüsemischung mit Soße oder Dip, das auf das Blatt gelegt habe und so habe ich das gegessen. Da hatte ich das Salz direkt aus dem Mangold oder klein geschnitten auch in Speisen. Wie gesagt, kannst du auch trocknen und mahlen und als Salz verwenden. Das ist die zweite Alternative. Die dritte Alternative, du wirst es vielleicht nicht glauben, wenn du aufhörst mit dem Salz, so war es bei mir, ich habe ganz aufgehört, schmeckst du Tag für Tag mehr, wie salzig manches schmeckt. Und das sind Tomaten. Tomaten schmecken salzig. Ich hätte das früher nie geglaubt, aber es ist so. Ich habe jetzt keine frische Tomate, aber ich habe hier getrocknete Tomaten. Die trockne ich mir auch selbst und zeige dir, wie so eine Scheibe aussieht. Sieht man das? So. Die trockne ich und die mahle ich genauso in dem Blender und das sieht dann so aus. Das ist so ein rotes Pulver, hat eine wunderbare Farbe und es schmeckt salzig. Das wird dann auch über das Gemüse gestreut, zum Beispiel über Avocado oder da, wo du es brauchst. Es schmeckt wunderbar. Das sind die salzigen Alternativen und die
vierte salzige Alternative zum Salz habe ich erst vor kurzem entdeckt. Wusste ich gar nicht, obwohl ich das schon gegessen habe, habe ich das noch nie gemerkt. Es ist nämlich Kürbiskernprotein. Das habe ich hier vom Raab Vital Food. Da kaufe ich meine Produkte, weil ich weiß, dass sie wirklich, wirklich qualitativ auf dem höchsten Niveau sind. Sind Bio, außerdem sind das Rohkostprodukte, was für mich auch wichtig ist. Und ich zeige dir vielleicht, wie es aussieht. Das ist das Kürbisprotein. Das ist da drin. Ich nehme ein bisschen auf einen Löffel. So. Und das hier hat mich überrascht, aber das schmeckt salzig. Ich habe schon davor Kürbiskerne gegessen. Ich esse sehr gerne Kürbiskerne, naturbelassen, wohlgemerkt, nicht geröstet, nicht gesalzen. Und wenn du Kürbiskerne knabberst, sind sie nicht so salzig wie das hier. Und es liegt daran, dass diesen Kürbisprotein, übrigens 100% Kürbiskernmehl, und dem wird das Wasser natürlich und das Öl entzogen, teilentölt. Also, dem wird zum Teil das Öl entzogen und das Zeug wird dann salzig. Also das Pulver wird dann salzig und es schmeckt so lecker. Außerdem, dass es salzig schmeckt, schmeckt es super lecker und ich streue mir das sehr gerne auf meine Speisen, in die Suppen, in die Soßen, und das schmeckt wirklich gut. Die fünfte Alternative ist jetzt mal etwas anders, und zwar, das sind Datteln. Natürlich sind Datteln nicht salzig, die sind ja süß, aber es ist so, ich habe es gemerkt, dass wenn das Essen ohne Salz zubereitet wird, also das Gemüse hat mir fade geschmeckt, wie gesagt, dann dachte ich, was kann ich tun? Du kannst deine Soßen, deine Dips, deine Suppen mit etwas Süßlichem zubereiten. Und Datteln liefern da eine milde, wunderbare Süße. Wenn man das in eine Soße macht, schmeckt die Soße sehr mild, sie schmeckt süßlich und verleiht der Speise, dem anderen Gemüse, einen wunderbaren Geschmack. Du kannst auch dazu zum Beispiel zwei Erdnüsse nehmen oder ein bisschen Cashewnüsse, dann schmeckt es auch ein bisschen nussig, süßlich, und das verleiht den Speisen auch eine Würze, eine sehr, sehr leckere. Und so habe ich gelernt, dass das Essen nicht immer salzig schmecken muss. Auch süßlich, mild, nussig, gewürzt, schmeckt das toll. Und das ist dann für mich die fünfte Alternative. Ich süße dann mit Datteln und nehme zum Beispiel keine Rosinen, weil Rosinen auch säuerlich sind. Datteln sind einfach nur süß. Und das ist es, das ist die fünfte Lösung. All diese Produkte trockne ich mir selbst. Ich schneide das klein, ich trockne es mir selbst in meinem Dürrgerät. Und das ist es, in diesem Dürrgerät, das neben mir steht, das zeige ich dir jetzt. Das ist das Gerät, in dem ich meines salzige Gemüse trockne, und nicht nur das. Ich habe es von Keimling. Es ist ein Infrarot-Dürrgerät. Du siehst ja, hat hier Schubladen, ist gerade leer, da ich gerade kein Braten im Ofen habe. ja, es trocknet auch im Sonnenmodus, ist ein Infrarotgerät, ist mir sehr, sehr nützlich, und ich verlinke es auch unten in dem Video in der Beschreibung, falls du dir es kaufen oder anschauen möchtest.
Da findest du einen Link. Ich stelle mir das selbst her und eigentlich weiß ich gar nicht, ob du solche Sachen kaufen kannst. Also ich habe noch nie Tomatenpulver gesehen zum Kaufen oder Staudensellerie-Pulver. Ich habe danach gesucht, bevor ich das Dürrgerät hatte, habe ich gesucht, um Staudensellerie-Pulver zu kaufen. Ich habe es nicht gefunden. Tomaten, Staudensellerie, Mangold, natürlich, das ist das Einzige, was ich mir kaufe, weil ich das nicht entölen kann. Ich kann dem Wasser entziehen und mahlen in meinem Automaten, aber das Öl kann ich dem nicht entziehen. Und es wäre auch nicht so salzig, wie es ist. Deshalb ist das die einzige Alternative, die ich kaufe. Natürlich Datteln auch. Ich kann Datteln auch nicht selbst herstellen. Beziehungsweise herstellen, zubereiten. Da muss ich nichts tun. Die muss ich nur entkernen. So, das sind die 5 gesunde Alternativen zum Salz. Wenn du Salz weglässt oder reduzierst, ist es nicht nur so, wenn du diese Lebensmittel benutzt, dass du von deiner Abhängigkeit, von deiner Sucht wegkommst. Es ist auch so, dass du dir was Gesundes tust. Weil jedes von dieser Pflanze, von diesem Gemüse, von der Pflanze, jede von der Pflanze hat auch eine gute Wirkung. Du lieferst dir sehr viele Mineralstoffe, du lieferst dir Vitamine, Antioxidantien, du lieferst dir Vitalstoffe und du lieferst dir Heilwirkung mit diesen Pflanzen. Also du tust was Gutes für deine Gesundheit. Das sind die 5 Tipps, die ich dir geben wollte und ich hoffe, du findest was für dich, du findest eine Lösung. Ich wünsche dir alles Gute, einen schönen Abend mittlerweile und wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao, mach's gut!